Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Was für eine Perspektive, ne? Boah. Okay, wir sind hier. Die beiden Mädchen haben schon wieder die haben wortwörtlich, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, die exakt gleiche Konversation geführt. Naja, wir sind hier immer noch im Cosmo Canyon und ich habe mir vorgenommen, einige Sachen. Ich will dir eine Quest mal versuchen zu machen, weil mir ist was aufgefallen. Und zwar, wir haben ja noch eine so eine Quest, nicht hier. Wir haben ja noch eine so eine Quest, die wir hier angenommen haben, vom Bogenarm. Und guck mal hier auf der rechten Seite. Da sieht man, dass der zweite Teil von dieser Quest vor so einem Tor ist. Und ich glaube, das ist der Tipp, den wir brauchten, um irgendwie herauszufinden, wie es hier weitergeht. Ne? Weil, ja, das war. Das ist ein bisschen eindeutig. Einige von diesen Toren haben wir schon getroffen, gefunden, und da müssen wir jetzt eigentlich hin, nehme ich an, ne? Weil da ist auf dem Bild da, und ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp gewesen. Jetzt habe ich da gerade nachgeschaut, ne? Gut, aber bevor wir das machen, kloppen wir uns erst einmal Cloud. Genau. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermateria erzeugen können. Daten machen wir mal. Aber lass mich erstmal Materie entwickeln. Da gibt es doch bestimmt auch einige Sachen. Ne? Sprung, das hätte ich vielleicht gerne. Magische Verkettung. Und ach, dann fehlt noch das hier. Hab schon auf Lager, gut. Wen gebe ich denn das? Barrett. Dann springt er mit seiner Knarre auf die Gegner los. So. Dann mach mal Barmut fertig, ne? Neo Barmut, Entschuldigung. Dann haben wir ja hier auch noch was, ne? Magische Winde. Geisteswater, grottenschlechter Atem. Achso, ja, das haben wir ja noch nicht gemacht. Barriere, 2 Sterne. Da fehlt nur einiges an, aber wir machen erstmal ja Nährbarmond. Den machen wir auf 2, wie sonst auch immer, ne? Und gucken wir mal, wie das abläuft, ne? Wir nehmen diesmal Cloud. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen Red. Und weißt du was? Wegen Cosmo Canyon hier. Na, gucken, wie das ablaufen wird, ne? Kujata war relativ schwierig. Jetzt kommt ein Barmut um die Ecke und ja. Vielleicht auch nicht so entspannt gerade, ne? Was hast du da mit mir gemacht? Aber da war so. Okay, ganz ruhig, Kollege. Alles gegen nichts, immun gegen fast alles. Sondern Partikel ab, die bei Berührung halten und nach einer gewissen Zeit explodieren. Was? Synchroaktion, okay. Oh mein Gott, ey, ich wechsle euch mal kurz ab. Ja, ich kann ihn wieder nicht befreien, ja. Was zum? Was machst du da? Partikelaufladung? Ja, mit nein. Ja. Ja, komm her. Der hat Schwert, das ich gerade. War nicht schon vorher da? So, mach mal Heilung. Ich wusste, er war fertig. So, hast du halt hier? Ne. Warum ich nicht da? Frostiges Gebrüll. Partikelaufladung. Nein, danke. Mein Gott. Wird doch von nix hier Schaden. So, Lichtschild, der Gegner fernhält. Gegen ballistische Angriffe.
Ja, und Zauberer in seine Wirkungsfähigkeit vor Schaden schützt. Was wollen machen wir da mal? Falls er wieder seine Ultimate hier einsetzt, ne? Ah! Ah! Ich mach das. Oh mein Gott. Ich bin bereit. Ah! Ah! Ja, wir haben ja nicht Alexander, ne? Oh. Da hätten wir ja diesen Kampf aus Final Fantasy 9 rekreieren können, ne? Wo Bahamut Alexander angegriffen hat. So, oh. Blütensturm. Echter Flügel, was? Oh, nein. Oh, ist dann immer anfällig. Ich bin noch am Kontern. Okay, hi Boge. Ich zähle auf dich. Oh Gott, geh nicht auf sie los. Nein, er geht auf sie los. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird er nicht? Wird er nicht? Okay. Transformation, nein, danke. Oh, Red, oh, perfekt. Jetzt hier gerade heilen. Das ist unsere Chance. Nein. Nein, setz ein Limit ein. Erst gericht. Nein. Läuft da gemacht. Oha. Warte mal, der Angriff kommt mir voll bekannt vor. Gab es Warmut auch im ersten Teil? Ja, ne? So. Ich glaube, ich würde mich sicherer fühlen mit Phoenix auf unserer Seite. So. Phoenix. Komm mal bitte her. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe gerade meinen Giga Flair. Oh, oh. Aber wir sind sowas von tot. Barriere. Oh Mann. Oh Gott. Wie viel wird das abziehen? Oh. Was? Warum hat der drei Köpfe? Ja, bitte tu nicht so weh. Au! Oh mein Gott, was? Oh, Phoenix. Phoenix, beleb uns wieder. Komm, Schaden. Was? Da! So ein Dreck. Oh mein Gott. Nee, da fehlt nicht genug abziehen, leider. Oh. Warte mal, klaut nicht. Oh, komm schon. Oh, jetzt komme ich hier nicht raus, ist klar. Oh. Lass mich da raus. Oh. Hast du nicht? Du hast sogar Engel. Perfekt. Harris. So, dann. Macht die Gruppe in Gebets- und Würfelrüber immun gegen physische Schaden, nur einmal Kampf eingesetzt werden. Ne, ich hätte lieber die Heilung, glaube ich. Das wird so nicht. Verdammt. Ah, stimmt, ich habe ja. Ich habe Cloud Dings gegeben, ey. Engel, ich habe es vollkommen vergessen. Nicht übertreiben.
Barriere hat irgendwie nichts gemacht. Er hat mit einer HP überlebt. Aber ich glaube, das ist da, weil er so eine Fähigkeit hat, ne? Hat er einmal, irgendwie hier überleben kann, ne? Irgendwie so was. Ich hätte lieber einen Angriff, wenn es geht. Ah, daneben. Da ist aber Cloud, darf nicht verrecken. Aber war Heilwoge. Nein, ich habe keine Ding. Nein. Kollege, lass mich heilen. Was hat er da gemacht? Ein Body Slam? Oh. Oh. So habe ich jetzt Engel ab, ey. Also solange er seine Ultimate nicht noch mal so schnell einsetzt, ne, zeige ich alles okay. Ich habe gerade meine Dings eingesetzt, Mann. Oh. Oh. Ja, keine Chance. Schatten-Eclipse. Oh Gott. Verzieh dich. Hallo, Stück. Oh Gott. So. Red, dein Ding ist gleich fertig. Oh Gott. Das Cloud darf nicht verrecken. Nein, nicht schon wieder. Hier. Bevor Cloud ja verreckt. Nein. Habe ich auf Cloud eingedrescht. So, komm her. Kann ich auch länger bei, solchen damit. Blutzahn. So, mach den fertig. Ich glaube, ich hat erreicht. Ja, war einfach viel Schaden. Lass mich mal. Volle Konzentration. Ja. Oh mein Gott. Cloud. Ist dann der Siegespose noch weggeflogen? So. Ah. Okay. Oh. Dann hat er es in sich gerade. Oh, wir haben es geschafft. Das gut. War ein fantastischer Kampf gegen Neo Bahamut. Einen Sieg gegen den Gott der Zerstörung. Das habe selbst ich nicht vorhersehen können. Grenzen sind wirklich da, um sie zu überschreiten. Mit seiner gewaltigen Macht an eurer Seite könnt ihr jedes Hindernis zerstören. Können wir die ganze Welt erobern. In den Weg stellt. Sehr cool. Wenn ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Also genau wie ich Bahamut gebe, ne? Gibt es eigentlich nur eine Person. Er läuft, glaube ich, immer noch mit... Ne, er hat Kujata. Wir geben dir natürlich mehr Neo Bahamut. Magische Attacke hoch, okay. Nein, wir geben ihn Dings. So, wer hat hier Chocobo und Mogri? Juffi. Dann geben wir der Kujata, würde ich sagen. Ne? Physische Attacke, Stärke. Weniger Magie, weniger Glück. Ja, komm. Wo ich doch eigentlich mehr mit ihr die Dings einsetzen, ne? Was soll ich ihm Kujata geben? Was hat er gerade? Shiva, ne? Was gibt Shiva? Magische Attacke. Geben wir dir. Obwohl. Ja, lass mal so. So. Gut, beim letzten Mal habe ich gar nicht gekämpft, ne? Irgendwie meine ich mich so dazu erinnern. Oh, war Tonka Star, ich weiß nicht. In einem Part habe ich mal nichts gekämpft. So. Ich glaube, letztens habe ich irgendwie festgestellt, dass das hier ist, ne? Mit der Quest vielleicht. Weil hier waren wir noch nicht. Deswegen gucken wir mal da. Weil da, wir haben ja so eine Karte bekommen, wo wir irgendwie hier sehen, wo wir hin müssen. Für Bogenhagens Quest, ne? Ich meine, das sah irgendwie so aus, ne? Weil da ist der Cosmo Canyon, ne? Und dann ist irgendwie hier so. Ungefähr sieht so sieht das da aus, ne? Meine ich jedenfalls. Und da sieht auch aus, als wäre da die Lebensquelle, ne? Deswegen gucken wir mal, ob das der richtige Weg ist. Ah, außerdem haben wir da noch nicht erkundet, also ist da vielleicht eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass wir da ein müssen.
hier. Na, da. Wo die Hasen sind. Den werden wir immer weg, damit man auch weiß, oh, da war ich schon. Ja. Mithril, ja, okay. So, an diesem Ding waren wir ja noch nicht, glaube ich, ne? Oh, guck mal da. Guck mal, da oben ist auch irgendwie direkt was. Oh. Guck mal da hin irgendwo. Habe ich da auf der linken Seite? Ne, habe ich noch nicht. Ich habe meinen R2-Knopf losgelassen. Erst mal face geplant in den Boden. Gehen wir mal da hin, um den Dings zu aktivieren, den Teleportpunkt, ne, wenn ich das erreiche, ja. So, und da oben ist wahrscheinlich auch der Kampf, ne? Lass mal da hingehen dann. Da ist der Lebensquelle. No. War genau da. Okay. Muss schon sagen, ich habe so viele Items hier gesehen, deswegen. Okay. Einmal Dreieck. Zweimal Dreieck. Dreimal Dreieck. Yay. Und wir brauchen nicht mal so viele Fortschritte. Groben Erfahrungspunkte meine ich. Das heißt, bald können wir unsere Charaktere weiterleveln. Cloud. Ich habe den Aufenthaltsort eines fürchterlichen Wesens ermittelt. Ein bösartiger Drache, der im Kosmos schlummert. Das kommt ja auch noch. Wenn wir sie ihm nicht stutzen, stammt das Rot der Böden bald vom Blut seiner Opfer. Oh, das hast du voll schön gesagt. Des diabolischen Drachen. Den haben wir doch gerade bekämpft, Kollege. Und er hat sich sogar uns angeschlossen. Was willst du eigentlich? So. Da kannst du sogar runter. War ich nicht gerade noch hier? Aber ich wollte eigentlich hier hin, weil ich gedacht habe, hier wäre irgendwo so eine Tür, ne? Aber jetzt wird's mal. Jetzt weiß ich ja, das ist eine Tür irgendwie, ne? Die was damit zu tun hat. Wegen dem Bild. Nein, sind sie. Boah. Könnte mal irgendwie so Actionfiguren geben oder so. Schon lange nicht mehr gefunden. Ah, hier waren wir schon anscheinend. So, dann mal irgendwo da oben. Da ist der eine Kampf. Wenn ich jetzt noch wüsste, Platz des alten Drachen, was? War auch noch nicht fertig hier mit den Schätzen. Da sind noch Hasen. Das heißt, da müssen noch Schätze sein, ne? Ne? Okay, das macht die Sache ein bisschen verwirrend. Da bin ich ja noch nicht gewesen. Was ist denn hier nochmal? Na, wie habe ich denn das hier nicht erkundet? Hallo? Ja, gar nicht nach mir. Du hast Markt. Die Dinger geben aber keine Gruppenerfahrung, ne? Wenn ich mich irre. Genau hier war das. Da muss ich bestimmt irgendwie reinfliegen, ne?
nur weh. Ich weiß, indem ich da reinfliege. Da kannst du klettern. Warte mal, ist das da? Ne, da, nee, genau, da oben war eine Truhe, das weiß ich noch. Da kommt mir jetzt noch bekannt vor. Ich muss irgendwie da reinfliegen. Wie komme ich da oben hin? Irgendwie muss ich da reinfliegen, genau. Ja, war ja ganz am Anfang irgendwie gesehen, ne? Wenn ich mich irre. Jetzt irgendwo hier hin, ne? Ich sehen könnte, wo. Warte mal, da ist die Mauer. Also da. Oh Gott. Ausgezeichnet. Ein Heilmittel. Boah. Da komme ich jetzt wieder raus. Ah, hier ist ein Hebel. Geh weg. Okay, da hätte ich doch K-Ziff auch irgendwie durchquetschen können, jetzt mal ganz ehrlich. So drunter. So, jetzt muss ich noch wissen, wo diese blöden Türen sind, die ich schon mal gefunden habe. Weil das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich habe gar nicht gedacht, ich war jetzt auf den richtigen Weg. So. Ist er da, wo die Lebensquelle ist, ne? Da oben soll Cosmo Canyon sein, ne? Nehme ich an. Ja, Cosmo Canyon, ne? Hier ist dieser Kreis. Ne? Das heißt, das müsste irgendwo hier sein. Hier könnte das sein. Oder? Gibt's doch nicht. Das sieht aber aus, als wäre ich da auch noch nicht gewesen, irgendwie. Weil ich weiß, er hat irgendwas mit diesen Türen zu tun. Da. Guck mal. So. Warte mal hier noch. Ist auch noch irgendwie was. Ist auch noch eine Höhle. Riesige dunkle Höhle ist hier. Gott, was ist das hier? Ist irgendwann später durch? Das ist wie so Bonus-Dungeon oder so. Aber so ein Halsstück haben wir doch schon mal gesehen. Im ersten. Es war sicher der Wille des Planeten, der euch hierher geführt hat. So einen ähnlichen Anlegeplatz haben wir damals im allerersten Dings gesehen, ne? Hafen von Cosmo. Nein, du brauchst nicht hinterher springen, Tier. Wofür wird er jetzt benutzt? Das kann ich erst weiterreden, alles klar. Diese Information hat sich in den letzten 2 Sekunden immer noch nicht geändert. So, ich werde wahrscheinlich jetzt zurückgeschickt, wenn ich dahin schwimme. Aber lass mich trotzdem. Kann man dann irgendwann ein Schiff oder so? Da kann ich den ganzen Weg bis zum ersten Gebiet wieder zurück. Das ist so random irgendwie. Aber ey, gut zu wissen, ne? Ich nehme an, irgendwann muss man zum ersten Gebiet zurück, ne? Und irgendwann kann man nicht fliegen oder so. Aber warum sollte man hier so einen Hafen haben, wenn man
die Fähigkeit hat zu fliegen im Spiel. Man kann ja Sid rufen, ne, um zu fliegen. Warum sollte man jetzt hier ein Schiff haben? Ich weiß es doch nicht. Ein Schiff hatte man nicht wirklich im Original übrigens, ne? Aber man hatte auch keine grünen Schokobus oder so. Im Normalfall. Hier ist auch keine Schatztruhe. Ich meine, beim letzten Hafen war irgendwie so eine Materie irgendwo. Aber hier war gar nichts. Schatz von dem Final Fantasy 15 war ein bisschen cooler. Hast du manchmal richtig coole Sachen gefunden, erkundet hast. War ähnlich ausgelegt irgendwie. So. Dann kann man jetzt hier rein, nehme ich an. Oh, eingezäunt. So können wir die Lebensquelle aber nicht untersuchen. Boah. Boah. Da habe ich doch glatt vergessen, euch den Schlüssel zu geben. Opa, was machst du denn hier? Jetzt guck doch nicht so. Oh, ein bisschen rum, Opa. Ich musste mich einfach mit eigenen Augen überzeugen. Pff. Einfach aufgemacht. So, Lebensquelle. Schon wieder. Nur nicht wirklich eine Lebensquelle. Komm noch nicht mal mit Musik oder so. Ah, deswegen. Habt ihr das Messgerät? Ja. Fünf. Acht. Kaum eine Reaktion. Es zeigt fast gar nichts an. Verstehe. Wir sollten zur Sicherheit auch die anderen Stellen überprüfen. Gott, muss ich auch noch finden. Lasst uns unser Glück als nächstes an diesen zwei Positionen versuchen. Ich komme nach, sobald es meine müden Knochen erlauben. Dann bringen wir uns doch direkt dahin, Mann. Damit wir nicht suchen müssen. Ich kann damit interagieren. Es würde sie etwas fürchten. Was mich? Okay, wir haben neue Notizen bekommen. Dann zeig mal, die sind beide in der Nähe. Ich will dran zoomen. Okay. Zwei Lebensquellen direkt so. Könnte halt hier sein. Unten rechts sieht so ein bisschen aus wie so eine Ruine. Ich glaube, das ist sogar hier. Hier irgendwo. Ich glaube hier, ne? Ich will irgendwo am Boden, wenn es geht. Dann gehen wir von der Luft aus. So einige Türen haben wir ja schon mal gefunden. Ich weiß noch nicht, wo die waren. Ich würde mal sagen. Hier. Zeig nochmal, ich will zoomen, danke. Was ist das? Sieht aus, als wäre da irgendwie Wasser. War ja mal Wasser? Da, ich habe gar nicht die andere Lebensquelle hier. Die Lore irgendwie abgecheckt so ein bisschen. Sieht aus, es könnte halt irgendwo hier so sein, ne? Guck mal. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Was zum Hey? Eine Sekunde. Okay. Well.
So, das habe ich gesehen. Mal gucken. Stimmt, man kann seine Truppe einfach so ändern, ne? Aber ja, mache ich lieber manuell, ne? Wo soll ich denn um diese Uhrzeit noch in Spanier finden? Schon wieder Petriarz. Da. Ich habe gesehen, jemand hat das Ding da am Angreifen. Was ist denn da los? Wir wollen sowieso dadurch. Also weit. Ich bin den Angriff noch nie gesehen. Selbstzerstörung. Jetzt liegt es an mir. Sehr gut. Hat's auch voll gemacht. Ja, und wir haben es geschafft, Opa. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt machen wir die Tür so oder so auf. Also mal eine krasse Explosion gesehen, aber geil, ne? So gut wie verbraucht. Oder ist es ein Zeichen, dass die Wächter erwachen? Das klingt wie die Stimme einer Arma, nicht? Was? Gut möglich. Und wenn dem wirklich so ist, hieße das... Jedenfalls sollten wir keine Zeit verlieren, bis alle Lebensquellen von uns untersucht worden sind. Was klingt ja nach einer Arma. Oder nicht? Ich habe mich mal, ne, nach meiner Explosion. Keine Ahnung, das klang nach einer guten Idee. Back then it sounded like a great idea. So, die war hier. Das ist, das bedeutet, das war die da. Okay, ist gar nicht die, war hinter der ich her war vorhin. Ja, ja, ich reite auf dich los, wenn ich renne, sehr geil. So, ich glaube, die andere ist da oben. Ja, ich glaube, da oben, ne? Da waren ein paar Leute und so, ne? Ich erinnere mich. Wupp. Wo seid ihr? Hier, ne? Ja, das ist die Brote, das ist dann... Tut mir leid, Juffi, noch nicht. Wir sind noch etwas beschäftigt hier. Ich glaube, hier war irgendwo eine Tür. Ja, ich wo? Nicht kaputt kloppen. Ich muss sie aufmachen. Alter. Oh, ich wollte jetzt hier so eine Sphäre vor den Gesichter werfen. Keine Chance. Boah, das... Seid ihr neu? Nee, ne? Nee. Pink Queen. Warte mal, Punk Queen. Ah, ich verstehe jetzt. Punks und Pinguine. Oh. Gut. Gut so. Ist ja relativ easy eigentlich die Mission. Muss man nur wissen, wo man hin muss. Sieht aber auch nicht gut aus. Mein Controller vibriert. Nein, doch 400? Die Anzeige schwankt stark. Wofür steht dieses GZ eigentlich? Wie heißt diese Einheit? Für Gesel. Das ist Opas Vorname. Opa war es nämlich, der entdeckt hat, dass der Lebensstrom messbare Signale aussendet. Oh. Das ist doch überhaupt nicht von Belang.
Viel wichtiger. Diese Bohrgang. Alle Positionen überprüft. Beeilen wir uns lieber, sonst wird es noch dunkel. Das hier sind die Aufzeichnungen über den nächsten Zielort. Viel Glück und gutes Gelingen. Und dann war er weg. Okay. Next, nice. Jetzt würde sie etwas fürchten. Die Amas. Anscheinend. So, wo müssen wir jetzt hin? Warte mal, da oben ist am Okeräusch hin, oben links, glaube ich. Ja, diesen Pilz. Unser Mogi-Äußchen hier. Okay. Irgendwo da? Oder nicht? Ah! Ah, Mogris. Mein Gott, du kannst mal die ganzen Schokobreitstellen hier sehen. Und da drückst. So, dann irgendwo hier nehme ich an. Aha. Das ist eine Schokoballstelle, aber das ist nicht das, was ich suche. Muss dann bestimmt irgendwo unten sein. Ne? Kann ich da runterspringen, bitte? Ich habe mal kurz den Schnelltod. Ich will jetzt hier runter teleportieren irgendwo. Ja, dann gehe ich hier runter. Ich habe die gar nicht aktiviert. Nein. Wenn so viele Plattformen. Ich habe die alle nicht aktiviert, glaube ich. Ja, andere Richtung. Ich glaube, da wusste ich noch nicht, dass man die alle aktivieren kann. Ne? Kann ich auch so darüber? Nein. Wie komme ich denn jetzt da runter? Da ist eine Treppe. So komme ich da runter. So. Okay, gehen wir. Das Gefühl, ich bin hier so ungefähr richtig. War ich da hinten schon? Glaube nicht. Das ist schon eine Trophäe, wenn man alle Dinger hier aktiviert, ne? So, jetzt bin ich hier. Wo komme ich da hin? Nein, da will ich aber nicht hin. Sag, wir werden hier unten irgendwo, ne? Vielleicht da unten. Ich weiß es nicht. Dun, 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 dun. Ja, vielleicht. Eine Schokowaldstelle, die habe ich auch schon. Nur ein. Wo bist du? Nein, da wollte ich nicht. Okay. Öffnest du das Ding? Das war ein Mogi-Häuschen, oder? Der Pilz. Mogi-Häuschen? Wo ist es hier? Das sieht aber nicht aus, als wäre irgendwie so eine Stadt oder so. Das ist aber keine Stadt irgendwo. Das
Sieht schon wieder aus, als wäre halt irgendwo hier so. Ha. Also überhaupt diese eine Tür, die ich damals gefunden habe. Ja, ne. Hm. Ah, hier. Guck mal hier rein. Oh. Nee, warte, der Boss, glaube ich, ne? Ja, ne, lass mal, wir haben schon ja gegen Bahamut gekämpft. Also wir haben noch gleich Zeit. So, das links von so einer Stadt. Na, Mogi-Häuschen ist da. Also da Mogi-Häuschen sein, oder? Ich sehe nirgends so eine Stadt. Eine aktuelle Karte. Soll dann sein Funkturm. Da oben links ist ein Ventilator. Soll das ein Funkturm sein da oben rechts? Funkturm mit einem Ventilator in der Nähe, oben links. Zwei Funktürme, die exakt nebeneinander stehen. Wird hier sein, ne? Und oben links wäre dann der. Ich sehe nichts vom Ventilator. Wo ist das? Soll das Funktürme sein? Weiß nicht. Ich meine so oben, so ganz über die Lebensquelle meine ich das. Oben links ist ein Ventilator, rechts ist eine Stadt. Ja, irgendwo. Ich sehe ja die Karte von hier. Hm, wird das hier lange dauern, bis ich das finde? Hm. Ich würde schon gerne ja noch finden, ne? Oh Gott. Dreh jetzt nicht so durch, aber was ist denn los mit dir? Das ist nur eine Steinwand, auf die du zuschreibst. Es gibt auch schlimmere Sachen. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, wo ich hin muss. Warum ist Cloud die ganze Zeit so am Zittern? Ist links von so einer Stadt oder eine Ruine oder was auch immer es sein soll, ne? Hier ist eine Ruine. Aber hier war schon so ein Lebensquelle, kann ja nicht schon wieder hier sein, ne? Wo ist ja noch eine Ruine oder eine Stadt oder irgendwie sowas hier? Hm. Rechts von mir ist eine Stadt. Eine Ruine. Ist das auch schon wieder irgendwo da? Ruine der alten Stadt. Weißt du was? Kann das sein? Hm. Ja genau, und hier sind die beiden. Ja, die sind doch links von der Stadt. Was? Dann müsste halt irgendwo hier sein. Boah. Kann das sein? Links von dieser Stadt. Was hier mit? Ist schon was. Gefühl, irgendwo hier müsste das sein. Aber jetzt die andere Lebensquelle, oder? Nee, doch. Kann ich direkt schon wieder hier sein. Da ist die andere Lebensquelle, ja. K.
Kann nicht beides hier sein. Gibt es da nicht? Schokobo-Füße. So, da oben links ist doch der Mogi-Laden, ne? Das muss doch der Mogi-Laden sein, oben links, ne? Und der ist hier. Das heißt, er muss irgendwo hier unten sein, ne? Muss irgendwo hier unten sein, dann. Ne? Also warum ist denn das alles so? Oh, ich will eigentlich nach unten. Vielleicht ist er da hier oben irgendwo, ne? So, hier ist der Mogi. Jetzt bin ich schon wieder hier. Das muss irgendwo hier sein, dann. Gibt's da nicht, Mann. Hier irgendwo. Hier ist eine richtige Lebensquelle. Hier! Mein Gott, ich voll mit dem Rücken zugewendet. Boah. Was ist denn da? Ist das Mogi-Häuschen? Was? Ah, nee. Ist das hier eine, wo ich. Boah. Wenn ich auf den Arm nehme, ich habe ja eine gefunden, aber das ist nicht richtig. Das ist nicht die richtige. Das ist wahrscheinlich die fünfte oder so. Boah. Ich sehe auch schon da Drops und so was alles, ey. Boah, Leute. Was ist das denn? Ich habe eine gefunden, da war die nicht. Gibt's da jetzt nicht. Hey. Hier ist die echte Lebensquelle. Ah. Ah, ich habe da eine gefunden. Ah. Wieso? Die ist doch genau an der Stelle. So, sehe ich ja nichts. Alter, da gibt es jetzt nicht. Da eine gefunden habe, wahrscheinlich mal die richtige. So, die muss irgendwo hier unten sein, oder? Jemand sagt mir, ist hier runter. Nein, lass mich runter. Boah. Ich will da runter. Boah. Das wäre schon wieder zu weit. Da irgendwo hier sein. Leute. Kann ich irgendwie auf den... Ich glaube, ich hatte mehr als so ein... Dann sagt mir nichts. Bild sieht schon so ein bisschen... Gitter. Was ist denn Gitter? So ein Fernrohr oder so hätte, ne? Schon gewusst, dass das nervig wird, ey. Gitter. Muss ja irgendwo hier sein, ne? Gitter. Boah. Wahrscheinlich irgendwo voll in der Nähe und ich habe das schon wieder voll übersehen, so wie die andere. Pass auf. Da ist er, aber das ist nicht die richtige. Sieht auch gar nicht so aus wie die. Uff. Ich bin doch hier. Von dem. Es soll ein Mogi-Räuschen sein, ne?
hier auf ja auf wieso sehe ich den nicht? Nein. Nein, boah, jetzt bin ich hier gerade. Du sollst halt nicht da. Boah, ich bin ja gerade mein Aufnahmeprogramm am. So, ich will meinen Pfeil anmachen. So. So. Hier, das meine ich. Das ist doch Morgeäußen, oder? Das heißt, da muss unten rechts irgendwo sein, oder? Oh, wo ist die Stadt hier? Und das hier, denke ich mir, sind, hier, na, Funktürme. Ne? Das sind zwei Funktürme. Hier ist auch noch ein Ventilator, sehe ich gerade. Ah. So. Hier ist aber nirgendwo einer. Ich glaube langsam, das ist nicht das Bogeäuschen. Hier ist ein Ventilator. Hier sind zwei Funktürme, die nebeneinander sind. Ne? Also muss das irgendwo hier sein. Muss irgendwo da sein, ne? Aber wo Geräusche macht dann keinen Sinn. Leute, wenn ich anders geht, dann schneide ich euch hier rein, wenn ich das gefunden habe. Warte mal, ich glaube da. Oh Leute. Ich habe gedacht, ich habe jetzt gerade Gitter ja gesehen irgendwo. Naja. Leute. Sei jetzt nicht hier. Irgendwann werde ich das schon finden, ne? Nur halt wann. Hier geht's zum Boss, ne? Ist das hier vielleicht? Ja, ja, ich weiß. Warte mal, ist das da? Cloud, wir sind im Habitat des Jabberwock angekommen. Es gibt Informationen über dieses mysteriöse Lebewesen in meiner Datenbank. Wir sollten uns umfassend vorbereiten. Ich will noch nicht gegen den mich kloppen. Ist das hier? Nee, ne? Boah. Dann werde ich euch wahrscheinlich reinschneiden, wenn ich den gefunden habe, ne? Gut, dann ja, dann schneide ich euch rein, wenn ich den gefunden habe, ne? Also bis gleich. Ich habe so wirklich 20 Sekunden später gefunden. Hier sind wir gerade rausgekommen und ich bin ein bisschen weiter hier durchgedüst und hier ist das, ne? Das ist hier. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert. Ich dachte, da ist ein Pilz auf der Karte. Wieso ist das hier? Ich weiß es nicht, aber hier ist ein Lebensbalken, also das war ja richtig. Alles klar, ich habe wortwörtlich 20 Sekunden, nachdem ich hier die Aufnahme beendet habe, habe ich das gefunden, ne? Aber natürlich. Was sehen wir denn ja kaputt machen? Ich soll noch mal suchen. Das ist ja noch irgendein anderen random Ort. Ist das alles? Oh, ich sehe nichts. Aua! Aua! Was? Nein! Und nun? Hey, einen Moment. Heißt das, wir haben jetzt die Mission nicht irgendwie abgeschlossen oder so komplett? Nee, das lassen wir mal. Dann machen wir mal folgendermaßen, okay? Da klang nämlich so, als hätten wir jetzt gerade. Geh doch mal weg da. Geh lang gar nicht weg, ey. Zieh dich zurück. Ich bin bereit. Sehr gut. Ey, halt noch mal voll viel aus, ey. Neuer. Jetzt oder nie.
Ja, weglaufen gehen. Aua. Keine Chance. Oh mein Gott. Ey, die kriegst du ja gar nicht platt. Ausgezeichnet. Nicht gut. Keine Kopf. Jetzt. Verdammt. Nein, ja, kaputt gemacht schon wieder. Ah. Das soll nicht passieren, glaube ich, ne? Machen wir mal. Ja, ja. Ja, was soll ich da machen? Die gehen direkt auf das Ding los. Ja, ich will die aushalten. Ja, wenn die alle da porken, kann ich ihn nicht davon abhalten. Alter. Ja, wie soll ich die denn aufhalten? Ja, die ignorieren mich voll. Oh. Der geht einfach auf die Luft. Mein Gott, das wegen jetzt schon Impact, wo man ja dieses blöde Ding immer einen gewundenen Abgrund beschützen muss, und die ignorieren voll rein. Alter, wie viel hält denn der aus? Oh. Ey, wie viel die ausgehalten haben, Mann. Meuren. Ja. Wenn ich das nicht geschafft hätte, dann hätte ich bestimmt, glaube ich, nicht einen Stern bekommen oder so, ne? Opa, würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass es schicksalsbeherrschende Wesen gibt? Ich würde dich einen Idioten nennen. Nichts als Selbsttäuschung, mit der man sein Gewissen beruhigen will. Was wir aus unserem Leben machen, liegt ganz an uns. Preach. Nicht wahr, Cloud? Ja, stimmt wohl. Gemeinsam gegen das Schicksal, das steht auf der Rückseite der Hülle des Spiels. Über 7000, das ist beachtlich. Solch hohe Werte wurden hier noch nie gemessen. Im Lauf der Zeit muss sich der Fluss des Lebensstroms gewandelt haben. Oder aber... Irgendjemand hat sich an ihm zu schaffen gemacht und ihn willentlich verstärkt. Aber er kann die sehen. Eine Lebensquelle bleibt ja noch. Jetzt nicht nachlassen. Ich weiß, wo die ist. Ich weiß, wo die ist. Die haben wir nämlich gefunden. So. Die war nämlich... Wenn ich jetzt nur genau wüsste, wie man dann nochmal hinkommt. Die war gegenüber von da, aber wie kommt man da nochmal hin? Da, einfach so darüber, alles klar. Gott sei Dank. Ah, komm schon, lass mich da hoch. Okay. Hier sind ausnahmsweise mal keine Ungeheuer. Stimmt. Vermutlich, weil die Lebensquelle schon ausgetrocknet ist. Willst du mir auch nicht erzählen? Da tue ich ja die ganze Zeit Schlüssel und tippst das Ding einfach nur an. So, zum Kommerz, zum Perlingua. So ein heiliges Kenre-Holz. Cloud, bring doch mal das Messgerät her. Alles klar. Was geht hier vor? Wer kommt da? Überlass das uns, Opa. Was seid ihr denn für welche? Chimera-Dämon. Oh mein Gott, wir sind alle fast tot.
Ich zähle auf dich. Oh, für den Kopf. Oh, für den Kopf. Wie ist das? Gib mir mal was Schmissiges. Sicher ist sicher. Dann zeig mal, was Lass du mich kannst. Mal. Ich war schon, nee, habe ich nicht. Ich bin schon gedacht. Nur kein Über. Aber wirksam Eis, kein Ding. Du. Wir machen mal Kaktor Capriola. Ja, stimmt. Ja, ins Gesicht. Ja, aber solche Killerangriffe, ne? Ja, stimmt, das ist der Bummer angedacht. Hier bin ich. Nein, das ist zu weit. Es war nicht zu weit. Bis hier und nicht weiter. Los geht's. Okay. Ich hätte das ins Auge gegeben. Ich habe mich auf Bogenhagen. Der Weihnachtsmann von Final Fantasy 7 ist. Aber ich habe mehr gelernt, als zu erwarten war. Ich hatte meine Zweifel, aber ihr habt recht behalten. Irgendetwas passiert mit dem Planeten. Nun, sicher habt auch ihr einige Fragen, richtig? Nichts. Im Angesicht der Größe des Planeten verblasst all das, was wir als Einzelne im Leben bewirken können. Wir sind nur ein einzelner Tropfen im großen Fluss des Lebensstromes. Schließlich umfasst er jedwedes Leben, dem der Planet jemals eine Heimat geboten hat oder in diesem Moment gerade bietet. Jedoch bedeutet das im Gegenzug auch, dass jeder Einzelne von uns untrennbarer Teil der Gesamtheit ist, aus der sich unsere Welt zusammensetzt. Selbst das kleinste Kräuseln auf dem Wasser kann sich ausdehnen, stärker werden und zu einer mächtigen Welle anwachsen. Es liegt an uns, das Beste aus unserer Zeit zu machen. Mit ganzer Kraft sollten wir für unsere Ziele kämpfen. Ich werde auch weiterhin alles tun, um die Geheimnisse des Planeten aufzudecken. Ich gebe euch Bescheid, sobald ich etwas entdecke. Mhm. Aber übernimm dich dabei nicht, Opa. Ich fange langsam an zu glauben, der Mann hat Tourette. Jetzt? Eine Nachricht des Wachpostens? Wie seltsam. Oh nein, das ist ja schrecklich. Stimmt was nicht, Opa? Ich fürchte ja. Unsere Forschungsgruppe hat berichtet, dass Geister der Gie im Tal gesichtet wurden. Okay. Ich dachte, die wären in der Höhle versiegelt. Oh ja, das wurden sie. Aber jetzt nicht mehr. Wir haben es mit Geistern zu tun. Sie agieren jenseits der Gesetze. Ja, das sind Geister. Ich glaube, wir brauchen die Hilfe von dir und deinen Gefährten, Nanaki. Mhm. Genaueres wird euch der Wachposten sagen können. Ich werde mich sofort zurück ins Tal begeben. Okay. Oh, meine Verbundenheit hat sich mit Red vertieft. Ja, da habe ich ein Sternchen bekommen. Ich hätte bestimmt nicht bekommen, wenn ich irgendwie, weil ich das normal abgeschlossen hätte, ne? Die ganze Zeit Gruppen. Die hier ist das, ne? 25, 15 noch. Wenn ich noch einen Kampf mache. Wie viel brauche ich noch? Ja, wenn ich noch einen Kampf mache, wenn ich den einen dicken Kampf mache, dann noch, ne? Guck mal. Wird schon. Aber heute nicht mehr, weil heute sind wir wieder an unserem Limit angekommen. Limit Break, ne? Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Nächstes Mal geht's dann hier weiter. Kämpfen wir gegen diesen Jabberwock, ne? Und war nicht Jabberwock? Da war auch ein Bossname von Final Fantasy 15, der Baumdrache. So, oh. Häschen. Habt ihr Schätze? Nö. Dann stirbt.
Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Ciao. Oh Gott. Ciao.